Nordvektor? Diese Richtung? Was? Also ich denke mal ganz ehrlich, wir hauen jetzt hier mal ab, Paladin. Und lassen die Verrückte mal eben alleine. Weil das ist jetzt hier alles Baumodus. Bin ich der Meinung nach. Also nach meiner Meinung nach. Ja. Wir lassen das jetzt mal. Und ganz ehrlich. Versuchskaninchen, Experimente. Nee. Das ist mir jetzt alles nicht so... jetzt ist der Fusionskern auch noch leer. Das ist mir alles nicht so... Ups, geheuer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Jetzt passe ich hier nicht durch. Wir kriegen so viel Strahlung ab. Wir müssen hier raus. Ja, Mann, ich bin noch gerade dabei, Paladin. Ich bin noch dabei. Ah. Kriegen zu viel Strahlung ab. Ja, nee, ist schon klar. Aber das ist schon krass da unten mit dem Vault. Also, ich weiß ja noch, wir waren ja hier gewesen und mussten hart hierfür kämpfen. Und jetzt steckt hier unten ein Vault. Das ist schon krass. Zip. Ich will hier eigentlich nur wieder raus. Was? Ich habe doch ganz genau was gehört. Eine Art Reitkakerlake. Irgendwas hat sich doch genau. Ach, Paladin. Ach, Paladin. Irgendwann werde ich dich nochmal unfreiwillig umnieten. So, lass uns mal speichern. Versuche. Ich werde hier keine Experimente machen. Das verspreche ich. So, den werde ich jetzt mal ausmachen. Lass den Runner-Chip analysieren. Okay. Raider-Probleme. Töte die Raider in Dickicht-Ausgrabungen. Berichte den Siedlern. Okay. Sprich mit den Siedlern von North Beach. Sprich mit Preston. Okay. Sprich mit der Piper. Verheber. Okay. Das war jetzt echt gemein. So, ich bin jetzt gerade mal am Schauen. Was machen wir? Wir haben hier hinten alles. Da drüben haben wir mittlerweile einiges angesammelt. Wir müssen in das Irrenhaus. Und ich bin gerade am Überlegen. Was haben wir denn hier oben noch? Dann müssen wir mit Preston reden, mit Ada reden. Hier die Dickicht-Ausgrabung. Okay. Railroad. Ich bin am Überlegen. Das ist nie so einfach, wenn man so viele Quests hat. Und ich glaube, ich werde mal Richtung Sanctuary, werde mal mit Ada reden, werde mal mit Preston reden. Wir haben die Dickicht-Ausgrabung, dann werden wir das erstmal machen. Wir haben tolle Waffen dazu bekommen. Und daher springen wir jetzt einmal nach Sanctuary. Gut. So. Wo ist denn mein lieber Paladin? Hallo. Nimm's mal. Lass mir mal alles geben. Sie verarbeitet den Verlust auf ihre eigene Art. Was? Nerv mich nicht. So. Dann werden wir mal den ganzen gesamten Schrott hier drin lagern. Und. Jawohl, das lassen wir alles mal so. Wir haben mittlerweile Sturmgewehre. Die
sehen ja eigentlich auch nicht schlecht aus, ne? Oh, da werde ich mir eins mal für später pimpen. Kleidung. Da kann das mal rein. Volt 88 Bekleidung. Und so weiter und so fort. Okay. Moment mal, hallo du da vorne. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Natürlich. Handeln wir. Na klar doch. Denn immer noch mein Wunsch ist es, meine Versorgungsleute kenntlich zu machen. So, und dann das. Nein. Falscher Knopf. So, und einmal ausrüsten. Jawohl. Du darfst dich wieder bewegen. So. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt Schaden genommen hat. Wir werden ihn einfach mal provisorisch. Jetzt aber. Sehr schön. Wir werden ihn jetzt einfach mal provisorisch einmal reparieren. Oh. Ach, das ist eine. Okay. Wir müssen das mal anders machen. Eimer, was ist das mit dieser? Ich bin gerade überrascht. Ich dachte, das wäre einfach nur ein Schutz. Schaden durchschalten. Es vierfache Robustheit. Tessas Faust. Fünfzig, 25, 150. T51 Torso. Pass mal auf, ich pack die erstmal. T51. So ein T51 Torso haben wir schon. T45, T45, T60, X01. Pass mal auf, wir werden mal. Ihr habt alle einen Torso, ne? Ja. Ja. Okay, den Torso werden wir einfach mal hier oben in unser Schränkchen packen. Weil den brauchen wir jetzt hier wirklich nicht. Da. Und die Faust werden wir mal Transfer, Kleidung hier mit anbauen. Jawohl. So. Dann kann ich nämlich jetzt hier ohne Probleme. Hotellampe. Ach so. Habe ich eine komplette Rüstung noch auf Tasche? Ich bin gerade etwas. Ich packe das jetzt mal eben. Nein! Ich packe hier mal eben alles rein. Wir haben eben unseren Anzug ausgezogen. So, du gehst mal da rein. Wann habe ich das denn alles mitgenommen? So, jetzt aber. So, jetzt haben wir alles mal wieder heile gemacht. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu Ada.
Waffen, Sie wissen meine Gesellschaft zu schätzen. Ich bin froh, Sie wiederzusehen. Haben Sie etwas bei General Atomics gefunden? Roboter mit einem Gehirn, interessante Technologie, Blechhaufen, seltsames Gerät, hier. Hast du schon einmal einen Roboter mit einem Gehirn gesehen? Ich bin nie so einem Roboter begegnet, aber meine alte Karawane hat beim Erkunden von Militäreinrichtungen Aufzeichnungen über sie gefunden. Laut meinen Datenbanken nennt man sie Robohirne. Sie zielten zu den technisch überlegensten Robotern aller Zeiten, aber das Modell ging nie voll in Produktion. Der Roboter hatte dieses seltsame Gerät bei sich. Also, mal sehen. Beeindruckende Technologie. Wenn meine Analyse stimmt, ist das ein spezialisierter Radarpeilsender. So hat der Mechanist wohl das Robohirn im Auge behalten, das sie zerstört haben. Als nächsten logischen Schritt müssen sie mir diesen Peilsender einbauen, damit wir ihn zu unserem Vorteil nutzen können. Bist du sicher? Obwohl ich nur mit 78,3% Wahrscheinlichkeit recht habe, möchte ich erwähnen, dass das unsere einzige Spur ist. Klingt nach einem guten Plan. Freut mich, dass Sie das auch so sehen. Für den korrekten Einbau benötigen Sie eine Roboterwerkbank und ich muss anwesend sein. Vielleicht sollte ich Sie begleiten, damit unsere Zeiteffizienz maximiert wird. Nicht jetzt. Gerade nicht, Ada. Sie finden mich hier, wenn Sie bereit sind. Okay. Bau die Roboterwerkbank. Ein kühles Bier wäre mir zwar lieber, aber das tut's auch. Ja? Baue die Roboterwerkbank. Wie schaut es denn? Wir haben doch hier gerade Platz. Die Roboterwerkbank ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem selbst die simpelsten Geistercomics Roboter erschaffen können. Nein, haben wir. Oh, Paladin. Haben wir nicht. Wir kriegen die hier echt nicht aufgebaut. Ach, Manu. Das ist eigentlich auch schon wieder Baumodus. Das ist gerade. Ich hatte mir diese Runde ein bisschen anders gedacht. Wo ist denn jetzt hier Preston? Preston, die alte Keule. Für die Freiheit sprich mit Preston. Und der ist da hinten. Und das möchte ich gerne machen. Dass er auch mal wieder zufrieden ist. Wo bist du denn da oben? Pass auf. Hallo, Preston Garvin. Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Ja. Ja, machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da. Okay, aber... Ich treffe dich an der Burg, sobald wir bereit sind. Ich treffe dich an der Burg, sobald wir bereit sind. Preston. Ich wollte eigentlich dir noch die eine andere Quest abgeben. Aber okay, dann treffen wir uns jetzt in der Burg. Und wir werden, denke ich mal, was ist denn hier? Baue Roboterwerkbank, okay. Wieso soll ich die Roboterwerkbank da drüben bauen? Gibt es ein... Baue die Roboterwerkbank. Diese Aufgabe nehmen wir jetzt einmal kurz hier raus. Metzger, Sonderlieferung, Raider, was lange währt? Nein. So, dich nehmen wir mal raus. Das sieht schon besser aus. Wo? Suche nach Mason. Wo ist denn das Treffen? Ach so. Melde dich für die Freiheit. Wo ist denn die Burg? Die ist da unten. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich möchte das vielleicht hinten mit der Ausgrabung machen. Oder? Ja, ich glaube, wir machen das mal da hinten mit der Ausgrabung. Aber bis dahin werde ich doch einmal eben mein Inventar nochmal sortieren. Und dann werden wir gleich mal zu der Ausgrabung gehen. Also, ich bin gleich wieder da und dann werden wir mal schauen, wie weit wir kommen. Einen Moment bitte. Und da sind wir wieder. Wir sind jetzt hier in der Ausgrabung. Und dann
gucken wir doch mal, was denn hier das Problem ist. Hallo? Ja? Gut. Wo ist ein Abschussgerät? Da. Gut. So mache ich das doch schon mal gerne zu Beginn. Dich da drüben habe ich gesehen. Ups. Was? Ich glaube, wir werden verfolgt. Nein. Wir warten nur, bis die da drüben sich ein bisschen platziert hat. Da ist nichts mehr. Könnt ihr mal aufhören, so blöd zu laufen? Dummy. Ich habe den Baum nicht gesehen. Hörst du das? Ja. Ach, Paladin, bitte. Paladin, bitte. Ich könnte schwören, was gehört zu haben. Ja, auch gerade dabei. Wenn du nicht immer... Okay, pass auf. Ich habe keine Ahnung, ob ich es da hinten hinschaffe. Ach komm. Du hättest stehen bleiben können. Wo bist du denn jetzt? Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Da hinten läufst du. Warte, Alarm wird beendet. Nein. Ach komm. Ich hab was gehört. Ich auch. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Gebe Entwarnung. Wer? Wir haben vielleicht ein Problem. Eindringlinge! Ach, verdammt. Ja. Das ist doch alles ein bisschen nervig hier. Aua. Ich weiß nicht, warum das in letzter Zeit so extrem stottert. Das ist ein bisschen... Jawohl. Das ist ein bisschen nervig. Nö, nee, alles okay. Ich habe keine Ahnung. Und es tut mir gerade auch unglaublich leid. Den Rest lassen wir. Nein, will ich nicht. Gut, was sind wir hier drin? Nehmen wir natürlich dankend an. Auch die Drogen, die unser Lebensunterhalt finanzieren. Eine Nudelschale nehmen wir auf jeden Fall auch. Auch das. Bitte? Warum sollte ich mich nicht trauen? Wo bist du denn? Ja, setz dich mal hin. Pass auf, wohin du trittst. Ohne passende Ausrüstung haben wir keine Pistole. Ich glaube, wir sind nicht allein. Nee. Ach komm. Hörst du das? Ja. Okay, da unten ist auf jeden Fall einiges los. Ach komm, ich verreiß es auch jedes Mal. So.
Sind die anderen jetzt hin? Feinde haben sich zurückgezogen. Das glaube ich nicht. Schau. Pass auf, wohin du trittst. Ach, Paladin. Passende Ausrüstung können wir keine präzise. Dann hör du auf, mir andauernd immer, immer ins Visier zu laufen. Natürlich. Jetzt kommt eine Töle. Haben wir irgendwas Interessantes? Nein. So. So. Abbrechen. Einmal den noch. So. Ups. Wenn ich schon den Hund sehe, wir müssen mal nach Dogmeat Ausschau halten. Der mir auch immer noch fehlt. Einmal speichern, weil man nicht weiß, wie das hier weitergeht. Rohrzange, ja. So, das nehmen wir. Spielzeugrakete, ja, komm. Rotes Halstuch nehmen wir dir auch ab. So, hier unten, die sind alle erledigt. Paladin? Hast du dich drum gekümmert? Ja, ne? Ups. Also da oben scheint niemand mehr zu sein. Dann kümmern wir uns um den hier drüben. Renn nicht weg. Ach komm. Nicht wegrennen. Ach komm. So. Was ist mit hier unten? Aua. Hier ist niemand mehr. Da unten sehe ich auch keinen. Also... Die ich kann, versuche ich vom Weiten zu treffen. Ja, hattest du? Sehr schön, das freut mich für dich. So. Irgendwas Nützliches? Vieles, 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 vieles. Schau dich hier nur mal um. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das auf jeden Fall. Nuka-Cola für den Durst zwischendurch. Ach komm, was soll's. So. Und wir speichern wieder. Bist bereit für die Weiterreise? Okay. Okay. Finden sich nichts. Ja, gut. Was haben wir hier Schönes? Versuchslabor, schmutziges Wasser, Schlosserhammer. Jetzt ein Glas. Nehmen wir mal mit. Ja. Auch nichts weiter Interessantes. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Dass die blöden Raider sich auch immer wieder hier einnisten müssen, das finde ich ein bisschen doof. Ach komm, ich habe es gerade gesehen. Ach Mann. Huch. Das war so klar. Ich glaube, wir sind nicht allein. Nee, sind wir auch nicht. Das sind wir auch nicht. Ich suche ihn gerade. Habe ich mir wohl eingebildet. Nee, der wimmelt da hinten noch rum. Ah. Was soll das denn? Ach komm. Wir haben noch. Vielleicht ein Problem. So.
Wer schießt denn hier noch? Und wo? Da. Okay, da kann ich jetzt so nicht ran. Kommst du auch wieder raus? Keine Ahnung. Da. So. Ach, du kommst jetzt hier angerannt. Leute, ich hab Zeit, ne? Naja. Das Giftmischers Metallrüstung, rechter Arm, 25 Giftresistenz. Nicht schlecht, nicht schlecht. Glaube ich, habe ich schon. Nehme ich aber gerne nochmal. So, Medics, Silberteller. Diese ganzen Munitionspakete nehmen wir auf jeden Fall mit. So, jetzt muss man eben darauf achten, dass man dann auch alles schon mal vorher wegräumt. Ach. Da hinten ist noch einer. Diesmal bist du getroffen. Ich habe was gehört. Fehler. Ich glaube, wir werden verfolgt. Okay, die kommt jetzt. Wir haben Gesellschaft. Ja. Kampfbereitschaft aufgehoben. Danke. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. So. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier noch Interessantes? Eine Machete. Ja. Einmal ein bisschen zügiger. Hallo, hallo, hallo. Nichts. Pass auf, wohin du trittst. Ohne passende Ausrüstung können wir keine präzise Planung durchführen. Yep. Scheiße, was war das? Gut. Ich würde gerne, wirklich gerne alles einmal mitnehmen. Was zum... Oh, krieg dich mal wieder in den Griff. Für die Ehre, für den Ruhm. So. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Naja, sagen wir es mal so. Eure ganze Truppe hier fällt nacheinander um. Ich würde mal sagen, ja, er ist sicher, dass er was gesehen hat. Muss ich mitnehmen? Muss ich mitnehmen, muss ich mitnehmen, muss ich mitnehmen. So. Gut. So, ich schau mal, was wir hinten noch haben. So. So. Top. Ich bin hier oben. Ach komm. Pass auf, wohin du trittst. Ohne passende Ausrüstung können wir keine. Sehr schön. Das hat doch mal. Was? Du hast mich? Ach, du bist Paladin. Okay. Hier habt ihr nichts Interessantes. Da oben liegen. Ups. Da oben ist auf jeden Fall noch Munitionskiste. Die nehmen wir noch mit. Gut. Und wo haben wir jetzt die eine Dame niedergemetzelt?
Na gut, gehen wir mal weiter. Ach, hier ist sie. Die ist runtergefallen. Ja. Ja, ja. Keine Sorge, bin ich. Danke. Du bist schon unten. Aua. Ich werde es euch nicht leicht machen. Da drüben. Okay. Also hier ist keiner mehr. Das müssen wir auch mal klären. Immer schön auf die Rückendeckung achten. Meyer Lurks tun uns hoffentlich nichts. Machen wir es so. Ach Mann. Einmal nachladen. Moment, Moment. Gut. Okay, dann haben wir uns darum gekümmert. Gut. Was habt ihr denn hier noch? Ein bisschen, ein paar Flaschen. Jet nehmen wir auf jeden Fall. Und Korken auch, nehme ich auch mit. Nein, soll ich mir Pilz? Hier ist sonst nichts weiter, ne? Nee? Nein. Ist denn hier unten sonst noch was? Nee. Da drüben war noch was, ne? Also die Meyer Lurks töte ich mit Absicht nicht, weil sie haben mir nichts getan. Sie sind dort in Gefangenschaft. Es wäre jetzt was anderes, wenn sie ausbrechen würden. Daher denke ich mal, lassen wir die Meyer Lurks mal zufrieden. Die haben uns wirklich nichts getan. Genauso die hier hinten, die sind so friedlich. So. Dann haben wir hier noch was Schönes. Einmal entsperren, ohne abzubrechen. Danke. Cool. Gut. Paladin, kommst du? Wir wollen weiterziehen. Na gut, wollen wir mal hoffen, dass mal dieses Mal ein bisschen länger hier Ruhe ist. Pass auf, wohin du trittst. Ohne passende Ausrüstung können wir keine präzise Peilung durchführen. Das ist mir klar. Das ist mir klar. So. Schönes Wetter haben wir. Wir sind da. Dann haben wir hier auch, wie gesagt, einmal aufgeräumt, was gar nicht so schlecht ist. Und dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt diese Preston Quest. Die Preston Quest. Und dazu springen wir am besten zum Polizeirevier Südboston und gehen dann einmal rüber. Das ist so jetzt mein Plan. Das mache ich jetzt auch. Also. Okay. Wir wollen in diese Richtung. Also machen wir das jetzt mal. Einmal speichern, nicht dass wir hier nochmal den Sprung machen müssen. Tim, 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 tim. Das Speichern ist fast so schnell wie das Laden mittlerweile. Hallo? Gut. Und dann gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Und es ist auch schon wieder Nacht, natürlich. Laufe ich jetzt denn jetzt richtig? Nein, ich muss nämlich hier unten die Straße nehmen. Wo doch wieder Supermutanten warten werden. Habe ich das Gefühl. Dann gehen wir mal den Supermutanten Hallo sagen.
Hallo? Supermutanten? Oh. Aber das wird irgendwie vom Gefühl her nicht der einzige sein. Das schätze ich mal so. Und eine Munitionskiste. Leuchtfackeln. Yeah. Was? Hörst du das? Gut. Und ein Bauzi kommt. Yep. Gut. Deine Planke, dein Impro-Gewehr kannst du behalten. Habt ihr hier oben noch irgendwas versteckt? Nein. In der Bruderschaft wurde die Gwinnett-Brauerei nach Button Gwinnett benannt, einem der ersten Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung. Ach echt? Das ist aber eine schöne Information. Hier ist keine Tür. Nein. Also müssen wir wohl irgendwie versuchen, außenrum zu kommen. Passen wir hier durch? Nein. Also geht's hier irgendwie lang? Ja. Dann mogeln wir uns mal ein bisschen hier durch. Und gucken mal, dass wir auf die Straße wieder kommen oder so. Auf jeden Fall wollen wir Richtung Burg. So. Dann gehen wir mal weiter. Okay. Zu Bryden müssen wir auch noch mal. Wir haben, glaube ich, jetzt um die 40 technische Dokumente. So. Oh, was haben wir denn hier? Nehmen wir mit. Das auch. Braucht ja keiner, ne? So. Wenn wir das haben, speichern wir einmal und hallo Preston. Alle sind hier, General. Gut. Da ist es. Ziemlich beeindruckend, was? Der eigentliche Name ist Fort Independence, aber die Minutemen haben es immer nur die Burg genannt. Jetzt weißt du, warum ich das Fort unbedingt zurückerobern wollte. Okay. Warum brauchen wir dieses Land? Weshalb brauchen wir diesen Laden nochmal? Die Funkanlage ist das Wichtigste. Aber mit etwas Arbeit können wir aus dem Fort einen mächtigen Außenposten machen. Weißt du, was ich meine? Ja, beeindruckend. Auf jeden Fall. Für einen 600 Jahre alten Bau ist es in ziemlich gutem Zustand. Das stimmt. So wird einfach nicht mehr gebaut. Und wenn wir uns die Burg holen, dann wissen die Leute, dass wir es ernst meinen. Unser Primärziel sollte sein, den Hof zu säubern. Dort dürften wir auf die stärkste Gegenwehr stoßen. Die Mauer auf dieser Seite ist am empfindlichsten. Aber auch von Süden aus könnten wir das Haupttor erreichen. Worauf warten wir? Gehen wir rein und knallen diese Hummer weg? Nein. Wenn wir uns aufteilen, können wir sie von zwei Seiten angreifen. Das wird das reinste Tontaubenschießen. Warum lassen wir sie nicht zu uns kommen? Wir bilden auf der Seite eine Feuerlinie und locken sie raus. Und, General, was denkst du? Ich lockere die Zange nehmen, noch nicht bereit, aus allen Rohren. Ich würde sagen, wir nehmen sie in die Zange. Greifen wir sie von beiden Seiten an. Wir teilen uns auf. Du kannst dich dem Team anschließen, das deiner Meinung nach etwas Unterstützung gebrauchen könnte. Okay, Leute, ihr habt den General gehört. Auf geht's. Versuch nicht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, bis wir in Position sind. Okay. Huch. Ach so, weil ich den jetzt allen folgen kann. Gut. Paladin, du kommst mit. Wir speichern einmal, weil ich keinen Bock habe, nochmal mit denen zu reden. Und ich denke mal, wir folgen mal ein bisschen Preston. Jetzt zickt man nicht rum. Ich weiß nämlich nicht, ob du großartig organisiert warst. Die Burg. Seid ihr bereit?